Mein Name ist Lukas Klammer und das ist meine Geschichte. Also die U23, also die Herbstsaison war leider nicht so berauschend. Wir sind derzeit am dritten Platz, haben uns aber ganz klar den ersten Platz verdient gehabt eigentlich. Wir haben viele Fehler gehabt und viele blöde Tore gekriegt. Leider sind auch viele gute Spieler weggegangen, wie zum Beispiel der Graf Maria oder der Matze. Die Führungsspieler drin waren in der Mannschaft. Bis früher erwarten wir uns natürlich eine Steigerung und ich bin mir sicher, dass wir das erreichen können. Wir haben viel Potenzial und dafür eine neue junge Spieler im Team und ich bin mir sicher, dass wir dann das Sieger auf die Saison darstellen. Wir haben einige Spieler, die schon jahrelang in der Kampfmannschaft spielen. Von denen kann man auch sehr viel lernen. Zum Beispiel, was man in gewissen Spielsituationen machen muss, was man besser machen soll. Geben da Tipps, wie es zum Gegenspieler verstellt so ist, Taktik, was auch immer. Was man als junger Spieler in der Kampfmannschaft spüren kann, ist, dass man auf jeden Fall Einsatz und Willen zeigt, vor allem im Training. Man muss schauen, dass man fast jedes Training da ist, dass man alles gibt, eine hat. Und damit man sicher die Chance kriegt, dass man wohl in der Kampfmannschaft spielt, da kann man sagen, was man drauf hat.